Ja Leute, willkommen zu meinem Video auf meinem Kanal. Heute habe ich einen Kundenauftrag und zwar muss ich ein Becken einrichten. Und wie ihr vielleicht wisst, bei mir im Shop gibt es den Service, Platinum Service, wo ihr mich buchen könnt und ja, euch von mir ein Aquarium einrichten lassen könnt. Ja, das Ganze ist heute eingetreten. Ich habe mir gedacht, ich nehme einfach mal die Kamera mit und ihr dürft mich dabei begleiten. Also, viel Spaß beim Video. So Leute, ich bin jetzt hier bei Daniel, der ist schon fleißig hier am Werkeln. Hast du gleich leeres Becken? Dauert noch ein bisschen wahrscheinlich, ja. Haben wir fast. Wie groß ist das? 1,50 Meter, ne? Ne, ist 1,30 1,30. und ich weiß nicht, der Rest glaube ich irgendwie 65. Ich bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Okay, und das müssen wir heute neu machen. Wir machen alles raus und dann machen wir also Gitter rein, in den Stein wieder. Wir gucken, was wir noch mit dem Pflanzenbestand übernehmen. Ansonsten machen wir noch was Neues. Ja, und dann kann ich schon einen neuen Look geben. Genau, und ihr könnt uns begleiten dabei. Also, viel Spaß beim Video. So, wir haben jetzt alle Tiere rausgeholt, ne? Alles gut verstaut. Erstmal zwischengelagert drüben in einem anderen Aquarium. Das dürfen wir nicht angucken. Veraltet, ne? Das ist ein veraltet. Da kümmern wir uns später drum. Aber wie gesagt, Fische und Garnelen, alles ist jetzt draußen. Ja, und jetzt kommt erstmal der ganze Kies da raus, oder? Kies kommt raus, ja. Dann machen wir das Ding ein bisschen sauber. Genau. Und dann wird es noch eingerichtet. So, wir haben jetzt erstmal beschlossen, nicht den ganzen Bodengrund rauszuholen, sondern nur so ein bisschen. Und ja, holen jetzt erstmal das Manhattan-Wood und tun mal die Probe legen. Also, los geht's. Stay tuned. So, hier haben wir schon mal das Holz, Manzanita und Ghostwood. Sehr schöne, geile Äste auf jeden Fall. Auch schwierig zu bekommen. Kommt aber auch bei uns im Shop. Manzanita Wood. Kann ich euch ja mal verlinken in der Beschreibung. Und was für Steine? Galapagos-Steine, ne? Galapagos-Steine, ja, so heißen sie wohl. Genau, ja. Wir tun jetzt einfach mal so ein bisschen Probescapen, wie das Ganze dann am Schluss aussehen soll. Das ist das Ghostwood, ne? Ja. Schönes Stück. Die hast du Hand selektiert, besorgt, ne? Habe ich einzeln ausgewählt, kommen direkt aus den USA. Das ist Stück für Stück. Ich würde Ja. sagen, wir gucken uns das dann gleich mal genauer an. Und ja, es sind 3 Stücke Ghostwood und vielleicht 10 Manzanita. Und ja, mal schauen, wie sie sich kombinieren lassen. Ne? Ja, schauen wir mal nach. Gut, jetzt haben wir noch ein paar Steine und dann geht's los mit dem Probescapen. So, hier haben wir jetzt die Hardscape-Auswahl. Und ja, das packen wir jetzt mal da in das Becken rein. Any ideas?
So, nach langem Hin- und Her-Probieren, ich mache jetzt kurz das Foto, dass wir nichts mehr verrutschen. Steht das Hardscape jetzt? Kannst du mal ein bisschen was dazu sagen? Ja, war ein langer Weg. Wir haben uns miteinander abgesprochen und ein bisschen zusammen hergedrückt, probiert, gemacht, getan. Und ich denke mal, jetzt ist es wirklich schön, harmonisch. Mir gefällt auch der Mix. Also wir haben ja einmal die dickeren Ghostwood-Stämme, einen rechts. Genau, normalerweise macht man ja die großen nach vorne, also die dicken nach vorne und die schmälere nach hinten. Nur so sieht es natürlich ja, naturmäßig halt um einiges geiler aus. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ich denke, ihr seid derselben Meinung. Genau, hier haben wir jetzt das zwei Stück eingemacht, die also im Grunde eigentlich jetzt da sozusagen dahinter. Genau, da sieht man, dass der da hinten rauskommt, also das sieht man dann später im fertigen Scape nicht mehr. Ich glaube, das sieht man sogar jetzt im Video nicht mehr. Die gehen so leicht nach oben. Rosen-Ghostwood, Manzanita im Hintergrund noch. Und auf der rechten Seite nochmal so ein bisschen was in die Ferne blickend, so ein bisschen. Das gibt schon einen schönen tiefen Effekt. I love it. Ja, ich würde sagen, Pflanzen kaufen. Ja. Los geht's. Liegen lassen, wir sind, oder? Was meinst du? Bevor wir jetzt Pflanzen holen gehen, müssen wir natürlich noch die Steine nehmen und hier vorne ein bisschen covern, sodass die halt auch unten bleiben nachher. Am besten vielleicht noch ein bisschen festkleben, fixieren. Ja. Und ja, wie gesagt, jetzt machen wir noch ein bisschen Steine vorne dran, tun das noch ein bisschen ausfüllen und dann kommen die Pflanzen rein. So, Pflanzen haben wir hier noch ein bisschen am Start. Das schon mal vorbereiten. Kommen hauptsächlich Kryptokorin rein und Java-Fahne, verschiedene. Ja, und die pflanzen wir jetzt einfach mal hier ein, sodass wir hier so ein bisschen Volumen reinkriegen. Pflanzen drin. Wie gesagt, sind 90% der Pflanzen, die vorher schon im Becken drin waren. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen Freiräume, wo später wahrscheinlich schon mal ein bisschen von dem Trident mit dazu gepflanzt wird. Ansonsten hier hinten haben wir eine bepflanzte Wurzel genommen. Die sieht man halt nicht, wenn sie jetzt im Becken so steht. Dass das halt eine andere Wurzel ist. Ja, und der Rest muss halt jetzt erstmal wachsen. Kryptos haben wir hier vorne, einige drin, Anubias, also alles langsam wachsende Pflanzen. Und ja, das Becken muss ich halt entwickeln, wächst dann mit der Zeit zu. Dann wird es sicherlich noch ein Update geben, wie es dann aussieht im Endeffekt. Und jetzt lassen wir erstmal Wasser rein und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ist ein Rescape geworden. Alte Pflanzen haben wir verwendet, ziemlich viele Farne und Kryptokorin und so. Manzanita Wood und Ghostwood. Ja, ich finde, das ist schon schön geworden. Wenn das jetzt alles hier hinten schön voluminös hochwächst, haben wir natürlich eine schöne runde Fläche. Hier hinten genauso. Ja, ich finde, es ist schön geworden. Der Hintergrund, der schwarze Schacht, was hier im Hintergrund ist, fällt jetzt durch die schwarze Rückwand und ja, durch das Hardscape auch nicht mehr so auf. Was sagst du? Ja, bin zufrieden, war viel Arbeit gewesen und jetzt mal schauen, abwarten, was sich alles klärt. Dann mal den Boden absaugen, Kleinigkeiten, aber ich bin sehr zufrieden. Freut mich. Das hat echt gut gemacht, kann man nicht anders nennen. Top Arbeit und vor allem hat es auch Spaß gemacht. Und ja, ich denke mal, dann
wie gesagt. Du schickst mir bestimmt nochmal Bilder und dann schicken wir mal ein Update nochmal hier bei YouTube rein. Auf jeden Fall, dann haben wir schon ein Foto davon. Und ja, alles abwarten, wie die Pflanzen wachsen und wie es noch alles so, so kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja. Es kommt noch CO2 dran, Strömungspumpe, Heizer, dies und das und dann, ja. Aber ansonsten kann es jetzt wachsen. Ja. Wie gesagt, hier hinten wird es halt noch schön voll in dem Bereich. Und ja, dann sieht das aus wie zwei Inseln, die sich gegenüber liegen. Ja, könnt ihr auch nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Becken findet. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao und tschüss.